irgendwas von jemandem. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Wir dich umbringen, wir machen das normal. So, wir sind oder haben das Ziel, auf diesem Berg endlich raufzukommen, wo diese Vogeltusse sitzt, die wir erledigen wollen. Und ich habe Vogel und nicht Vogeltusse gesagt. Unbedingt. Um dann hoffentlich den einen Mond zu bekommen, der uns noch fehlt, um ins nächste Land zu reisen, was man dann auch zügig machen werden. Vielleicht sogar zu dem schnellsten SMD-Part, aber ich glaube, es sieht nicht sehr danach aus. Ich würde sagen, in dem Part es zu schaffen und anfangen, das neue Land anzuschauen. Aber ich glaube, wir werden in dem Slammerland hier noch schön ein bisschen beschäftigt sein. Ja, aber nur wegen meiner Dummheit und nicht, weil es hier tatsächlich noch was zu tun gäbe. Richtig. Ja, schön. Einzig und allein wegen seiner Dummheit. Aber sowas gibt's. Sowas gibt's. Man muss es. Jetzt holst du das Herz da, was dir jetzt aber gar nichts mehr nutzt, weil du nicht mehr den Adapter hast für diesen scheiß Multitrack. Den Adapter. Ja. Den Adapter für den scheiß Multitrack. Na dann. Ja, Adapter für den Multitrack, was denn sonst? Das passt dir lieber auf an der Stelle, Junge. Ganz dünnes Eis. Warte da, bis es umschlägt. Da. Das sind so Ratschläge, die würde sonst nur meine Fresse geben. Was? Deswegen bin ich so, immer schon so geneigt, die Leute zu schlagen, wenn sie mir solche Ratschläge geben. Wieso? Weil ich meine Schwester auch immer schlage, wenn sie mir solche Ratschläge geben. Was gibt es denn für Ratschläge? Wie sind das Leute deine Schwester? Sag das nicht in Öffentlichkeit. Internet vergisst nie. Bitte! Halbzeit! Am Ende des Spitzen! What the fuck? Also. Da geht's hin. Hin in den Berg, wo wir hin müssen. Jetzt wird's ernst, Mädels. Sieh das warm an. Es gibt ein Job. Drei Leben. Ja, ich hatte bis jetzt bei den Bosskämpfen noch keine Probleme. Ich bin gespannt, bitte. Sonst überall, aber nicht bei den Bosskämpfen. Ich lass mich von dir gerne was sagen. Ich hör schon das Rumgefluch. David, komm auf, du was machen kannst. Keine Plan. What the hell? Nein! Ach so, sehr interessant. Okay, lass uns machen. Ich weiß jetzt, wie ich den zu kämpfen habe. Ich muss seinen blöden Lava-Kanal umklettern. Okay. Jetzt bräuchte ich nur so zwei Herzen. Irgendjemand Lust, zwei Herzen zum Ausleihen zu geben? Ich geb dir zwei Herzen wieder. 50 Euro. Hey, hier kann ja auch sprinten. Natürlich kann ich auch sprinten. Und jetzt wirst du ja Boss kämpfen, erstmals ein bisschen Probleme haben. Ja, gebe zu, dass ich schon einfach im Boss. Bosskämpfe gesehen habe und dass ich hier das erste Mal in einem Bosskampf gestorben bin, aber samt drüber, ne? Ja, shit happens. Wir haben auch noch Zeit. Nicht dahin gehen. Doch, wieso? Naja, die lässt du bitte da, wo sie sind. Ich liebe die Landung. Zeug von Kuchen. Was hab ich jetzt gemacht? Ich bin ein Gott? Das war ein Bug, du Depp. Ein Bug. Ja, leider doch kein Gott. Jetzt rutsche ich ein bisschen nach links hier, du großer Gott. Der große Gott. So geärgert kennt mich als großer Gott. Alter. Große Gott, der Dummheit bist du. Diese Wortlaute. Kann nur der original große Gott der Dummheit machen. Wir haben es erst erfolgreich geschafft heute am 30.01.12. Irgendwie 12 Parte oder so, ohne sie aufzunehmen. Das ist nice, viel Stuff für die nächsten paar Wochen. Ja. Kann ich jeden Tag ein Part raushauen. Und wenn wir uns in Ferner mal treffen werden, wieder aufnehmen, sind wir alle happy.
Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Was musst du machen? Ah, eigentlich ist es eklig, ne? Du schwimmst deine Kotze hoch. Ihre. Als an sie. Wer wird dich immer so mal in die Kotze von einem Mädchen hoch schwimmen? Jeder wollte es mal machen. Ganz, ganz sicher. Übrigens stinken Mädchenkurze nachgewiesenermaßen strenger. Was? Also schon, wollte ich immer mal wissen. Woher weißt du das? Also Mädchen furzen aber auch weniger als Jungs und Mädchen ist es mir peinlich als Jungs, wenn die furzen. Nur letzteres. Außer furzen auch mehr. Außer es sind irgendwelche Gamer-Mädels, Bad Girls, denen ist alles ganz egal. Die furzen und rübsen so viel wie sie wollen. Ja, frag mich bitte nicht, woher es weiß. Ja auch bei dir. Ich bin kein Bad Girl. Nein, du bist ein Bad Girl. Ich bin auch kein Bad Boy. Nein, du bist ein Bad Girl. Bad Girl. Ja, mit zwei Tieren. Weil ich das schaffe. Das ist doch unmenschlich. Wieso? Musst du nur ein bisschen Kotze aufspringen? Ja, bisschen. Spontan so. Das gehört auch so auch zu, immer zu meiner Freizeit beschäftigt. Ja, immer Kotze. Habe ich auch immer voll aufspringen. Kotze wird jeden Tag bei uns hochgesprungen. Sonst gibt es nichts zu essen. Oh, schaff. Ja, wir haben dieses. Ja, okay, zwei Versuche habe ich gebraucht. Aber gut, ohne Gedings der Boomster flach gelegt. Also, ja, also fast. Und tatsächlich gibt es noch einen Multimod, der sieht man mal. Krass, ey. Der dritte jetzt, oder? Zweite. Nee, der dritte. Dritte? Dritte? Hm. Naja, zweite oder dritte. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir genügend Mond, um mit der Odyssee weiterzureichen. Ja. Und das ist doch sehr, sehr angenehm. Genau. Ja. Nein, wir sind noch mitten in der Aufnahme hier. Die läuft noch so 5 Minuten. Die bleibt jetzt schon hier. Dann sind wir durch für heute und durch Feierabend. Ja, für das Erste. Feierabend. Ja. Yay! Genau, also. Wenn, so. Ihr mich fragt, wenn ihr euch fragt, warum will ich Feierabend? Ich will nicht Feierabend. Ich will alles klar, Feierabend. Dann mal Bowser hinterher. So sieht's aus. Und ich bin gespannt, in welche Welt wir jetzt hinfahren. Wenn es erstes Mal war, viele können es nicht mehr sein. Was man auch am Balance sieht. Die Reise wird immer mehr. Und außer haben wir diese und dann noch eine Welt und dann müssten wir durch sein. Ja. Und die Odyssee ist nun leistungsfähiger. Das wird Japan. Was spoilerst du jetzt? Es wird ja was. Hey, es ist doch egal. Japan. Ja, Japan. Siehst, da bin ich ja mal gespannt. Schau mal hier, Japan. In Bowsers Land. In Bowsers Land reisen. Einen Moment mal. Der Kerl hat auch noch sein eigenes Land? Was? Ja. Krass. Aber immerhin kommen wir jetzt aus diesem Zuckerland raus. Ja, aber der Bowserland ist auch nicht so geil. Weil das ist Bowserland. Bowserland mag ich richtig, weil das, also ich kenn's das nicht. Ist japanisch. Das ist und japanisch. Ich mag die japanische Kultur übel. Ey, du Japse, ne? Dann müsst du eigentlich Nintendo-Fan sein, weil Nintendo-Fans mögen japanische Nein. Kultur. Nein. Sag nichts gegen Nintendo, ja, Nintendo-Kanal. Ich bin eher so der Typ, der Überreste, denn ich besuchen würde. So, nee, da hat sich die Mühe gemacht, ja, bla, ja, bla bla bla. Drei, warte mal. Rennst und richtet, dann springe dran. Nein. Was alles über Springen ist halt auch keine Logik. Nein. Was? Wackelt hier etwa alles? Oh oh oh. Ja. Da wird Bowser. Oh ja. Oh. Das ist gut. Boah, ist ein festgebrannt. Riesiger Drache. Halleluja. Das sieht gefährlich aus. Das sieht erst gefährlich aus. Mal sehen, wie das hier schmeckt, Klempnerlein. Vielleicht sind das nämlich doch mehr Welten, wenn er jetzt wieder die Odyssee zerstört. Was sie sichtbar tut, sind es doch vielleicht wieder mehr Welten, die wir vor uns haben. Und stranden jetzt. Ich davon jetzt echt nichts wusste. Wobei, ich glaube, wieder stranden wird es gar nicht in dieser einer Japan-Scheiße da, sondern zuerst irgendwo anders. Und dann werden es wieder nämlich ein paar Welten mehr. Ach ja, okay. Na, glaube ich. Frage ist das Mond oder Erde? Das, was da im Hintergrund zu sehen ist. Das Weiße mit den Kratern. Ruinenland. Tuttlingen.
Okay, das ist nicht Bowsers Ding. Das ist interessant. Und mal wieder ist die Odyssee. Oh, diesmal sind nur drei Mauer-Power-Monde. Warte mal. Drei, das ist nicht viel. Wieso kommt man da nicht rein? Weil das Ding am Arsch ist. Du brauchst immer nur drei Power-Monde, die müssten nicht schnell zu finden sein. Nein. Allein dadurch, dass du die ganzen Dinge zerstörst, bekommst du das eigentlich nur ein. Beziehungsweise da am Boden, ich vielleicht auch ein. Hüpf da mal hoch. Nee. Aber ich glaube, die drei sind hier schnell zu finden. Das ist eine schnelle Welt. Da oben ist noch einer. Ja, schneller Dreier. Nein. So. Also, das war halt nicht so. Naja. Es gibt immer diese kleinen Zwischenwelten. Oh. Hoch da. Wohin wollen wir im Moment gerade? Okay, keine Ahnung. Und da kommt wieder ein so ein Typ und der gibt uns nämlich. Sobald wir den besiegen, haben wir wieder diese Dreiermond und sind bereit, um weiter zu fliegen. Aber den zu besiegen, das wird jetzt witzig. Viel Spaß dabei. Das ist kein japanischer Drache. Mir ist sicher ein japanischer Drache besser gefallen. Das ist halt eher so mittelalterlich hier gemacht alles. Mit Drachen. Das ist so eine Mischung. Mit allem. Die Frage ist, wie macht man diesen Typ Knalle Dist rausbringen? Hallo, David? Ja. Nee. Hallo? Vorsicht, Blitze. Ich glaube, da drauf zu sein, während er es. Was der Heck? Ich habe auch null Ahnung. Und um 2.28 Uhr ist es auch erst schwer, mir darauf eine ernsthafte Antwort zu geben. Weil unsere Katze pennt da schon seit ein paar Stunden und wir sorgen die ganze Zeit Odyssey und kommandieren da nicht wirklich sehr weiter. Wir kommen eigentlich an keiner Stelle jemals wirklich schnell weiter. Nein, an dieser Stelle kommen wir wirklich nicht gut weiter. Ich wollte die trotzdem der Alte, aber ja. Alles gut. So. Das ist halt mal so eine kleine Wissenwelt dazu, die lustig ist. Ja, wobei ich die eigentlich ganz gut finde. Ist auch. Die hätte ich mir sogar gerne größer gewünscht. Aber ich habe keinen Plan, wie man den Drachen besiegt. Ich finde das manchmal etwas seltsam. Ich habe nicht schön, dass ich keine Ahnung habe, wie ich den Drachen besiegt. Also, irgendwie prägt, als ob. Das gehört nämlich eigentlich nicht zum Gameplay dazu, dass man das erstmal rausfindet. Ja, man macht nichts. Manchmal machen es blind. Zum Teil zumindest blind. Da muss man halt sowas rausfinden. Mit der Zuschauer. Auch wenn wir gerade nicht da sind, ich weiß. Und dann lassen wir jetzt was trinken, weil du ja eigentlich mehr oder weniger nur alleine beschäftigt bist hier. Finde ich auch. Du musst die Dinger ziehen mit der Kappe, die drei Dinger. Und schnell bevor wieder hochgeht, das eine darfst du nicht. Ich mal aber das nächste Mal an. Jetzt wissen wir wenigstens, wie es geht. Zeit hierfür, oh scheiße, jetzt kommen ja auch noch Gegner dazu oder was? Ich dachte, der wäre immer noch in der ersten Phase. Bist du an Karte gerade? Ja, bestimmt. Ja. Obwohl, nee, lass noch drin, weil ich möchte gerne so kalt wie möglich. Naja, aber so kalt wie möglich ist halt anders. Aber jetzt habe ich den Hintern früher. Der Bosskampf geht echt lange. Jetzt kommt dann noch ein Gegner daher. Da scheint halt. Also, es ist nicht, natürlich nicht einfach, aber es ist. Es geht. Und man muss sich fragen, wo der andere. So, wo hat der jetzt nochmal. Oh, neues. Okay,
der Angriff sieht zwar deutlich beeindruckender aus, weil es halt deutlich mehr Scheiben sind, aber von der Wirkung her hat es überhaupt nicht. Einfach darauf achten, nicht sterben. Genau. Ja. Einfach nicht sterben, bis wir den Wiederplan. Ja, genau. Super. Der Plan ist gut. Viele kommen über die Welt und so weiter. Hatte vor, das dem Ganzen anders auszuweichen, weil ich gedacht habe, das wird vielleicht einfacher. Und das wurde es halt nicht. Ja. Ich hätte aber gerne vor diesem Bosskampf ein Maxi-Herz. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Maxi-Herz. Das kommt jetzt nicht. Genau. Wir können die Fackeln löschen. Das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht passiert irgendwas, wenn ich alle Fackeln gelöscht habe. Ich lösche alle Fackeln und es passiert nichts. Wo ist der Boss hin? Ich hab mal wieder gestorben, aber. Naja. Naja, es klappt sich jetzt. Ja. Wer weiß. 100%. Und weil ich die Arena prüfe. Ja, wir werden sehen, ob er einen Boss schafft. Ja, jetzt, und zwar jetzt. Ich bin gespannt. Ja. Also, die erste Phase geht. Und ja, die Party auch von Part zu Part länger. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ja, das macht man nichts. So. Ach, da sind ja Herzen in der Arena. Ich bin zu dumm. Wo? Oh. Ja, unter diesen Leuchtbildschirm. Ah, uiuiuiuiuiui. Ich kapiere ein bisschen was. Oh. Das Schöne ist, am Anfang ist es halt nicht so. Hey, lass das! So, okay, jetzt müssen wir ganz gemütlich draufsteigen und wechseln. So, mein Ziel ist jetzt mal, ich setze jetzt vielleicht das Ziel etwas hoch, aber mein Ziel ist jetzt ernsthaft um Gegenkämpfer. Das schaffst du nicht, das ist ein hohes Ziel. Es ist ein sehr langsamer Boss. Deswegen denke ich, ist das schon möglich. Das ist vielleicht nicht einfach, aber nicht möglich. Och, da. Dann schau mal, er hat. Vista ist das einzige Problem. Das ist schwierig. Den ausgleichen ist schwieriger. Also die erste Phase ist geschafft. So, und jetzt wird der Typ halt einfach saurer. Ja, aber schau mal, die Attacke hier hat nichts an Wirkung zugelegt. Absolut nichts. Und ja. Genau, weiter bin ich noch gekommen. Was halt möglich ist, ist, dass es relativ schwer den Weg hier auszuweichen. Aber. Schau mal, hier. Vorne. Weg, rutsch. Rutsch. Ja, zack. Das hast du gut gemacht. Und auf einmal muss er noch. Dann ist er weg. Also der eine Boss, der wirklich mies war, der mieseste Boss, den ich bis jetzt hatte, neben wahrscheinlich dem hier. Das ist jetzt, da hat er jetzt richtig. Er ist noch an diesen, an die Boss aus diesem Blumengedönse da. Ja, das jetzt ein bisschen komplizierter. Aber du schaffst das mal hoch, das schaffst du jetzt, das schaffst du jetzt. Das brennt doch. Nein. Nein. Vier, schnell. Nächste Runde. Du darfst mich nicht stressen. Ich stress dich nicht. Du sagst doch die ganze Zeit bäh. Ja, aber ich stress dich nicht. Also der Part geht ein bisschen länger, aber es lässt halt nicht in dieses Bild abschneiden, weil es assi wäre. Habe ich schon einmal gemacht, vor ein paar Parts, aber nicht nochmal. Also macht nichts. Oh, wie geht's denn nicht hoch? Achso. Ich bin der Meinung, es ist besser, wenn ich mit dem Großkampf Zeit lasse. Einfach. Bitte sag mir, dass die Gegner nicht leiden. Alles andere wäre auch ein bisschen müde. Also, in der
viel schneller. Taktik. Also da ist es eigentlich, obwohl es schwer aussieht, den auszuweichen, da muss man eigentlich in Bewegung bleiben. Hier ist es halt schwer. Weiter. Macht nix, du brauchst da nicht ein neues Herz. Geh da jetzt drauf. Schnell. 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 Perfekt. Mach dich, mach mir das nächste Mal jetzt Posten. Bitte jetzt nicht verrecken, such kurz bei dem Ziel. Da, jetzt. Scheiße. Das ist jetzt denn? Gut. Jetzt hätte ich nämlich gebraucht. Das ist. Nicht von den Dingern treffen lassen. Mehr will ich nicht verlieren. So. Du, ich glaube, es ist weg. Ich glaube auch. Sieht so aus. Ja, es ist immer 3 Treffer. Ich frage mich auch, warum es reicht, wenn ich den. Eigentlich müsste der nur komplett wild werden. Und da haben wir unsere 3 Monde weiter zu reisen. Siehst du, genau das habe ich vorher gesagt. War eine nice kleine Nebenwelt, also, ne? Also, wenn es für den. Wenn es für diesen Drachen hier. Ich glaube, der ist jetzt Teil der Welt geworden. Ich glaube, den können wir jetzt wohl besteigen. Ja. Wir wollen dich den Drachen nicht besteigen. Ja. Ich will den Drachen besteigen. Ich will mir den Drachen echt nochmal anschauen, weil das war echt ein cooler Bossfight. Es hat sowas. Ich habe mir den Bossfight, den Endkampf auch echt auch noch nicht angeschaut, weil ich den selber kämpfen wollte. Bist du jetzt runter? Ja. Junge, du musst das. Was soll das, dass ich nochmal machen musst? Muss ich? Ja, ich hab den Mond halt eingesammelt. Egal. Ist dein Ernst, oder? Doch, du hast. Na! Du musst das jetzt nochmal machen! Okay. Wohl nein. Du, doch. Okay. Aber ich finde das jetzt gar nicht so. Ist das jetzt nicht dein Ernst, oder? Du hättest nur die Monde einsammeln müssen. Mit der Ruhe, alles nein! Doch. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir die Monde haben und die Odyssee weiterreißen kann. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Aber es hat echt.